Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge im LS22 auf der wunderschönen Deutschland-Map. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. In der letzten Folge haben wir hier, ich mache mal das Gras wieder raus, habe ein paar Sachen noch geprüft, unser schönes Feld hier, das Saatbett vorbereitet, ne? Und schön mit der Scheibenegge unterwegs gewesen. Vielen lieben Dank für die ganzen Däumchen, auch für die ganzen Kommentare. Und wir werden heute hier ein bisschen weitermachen und zwar werden wir heute Weizen-Saatgut ausbringen, hier mit unserer Drille. Denn, da haben wir sie, ne, mit dem schönen Gerät hier, aus dem Horsch-Pack, die Horsch Pronto 6DC. Unter Fußdüngung hat die nicht, ne? Das bedeutet, wir haben hier nur Saatgut drin. Ich habe schon Gerstensaatgut quasi aufgeladen und wir werden heute ein bisschen mit ProSeed arbeiten. Das heißt, wir werden Fahrgassen reinfahren. Und ich habe die Zeit jetzt mal auf 0,5 hier gestellt, weil ich glaube, dass wir ansonsten nicht alle Tage oder alle Aufgaben hier an einem Tag absolvieren können. Das vielleicht nochmal auch kurz zur Info. So, wir schmeißen der Gerät mal an hier und dann fahren wir mal los zu unserem Hof. Beziehungsweise von unserem Hof zu unserem Feld, da wo wir beim letzten Mal unterwegs waren und werden jetzt Gerste aussehen. Ihr seht hier schon eine zusätzliche Anzeige, das nennt sich ProSeed und das werden wir gleich nutzen, werde ich gleich nochmal ein bisschen erklären, wie das Ganze denn funktioniert. Wir haben ja auch eine Feldspritze, die habt ihr gerade nochmal gesehen, und zwar eine 24 Meter Spritze und da müssen wir natürlich gucken, dass die Fahrgassen auch dementsprechend dazu passen. Ne? Ist immer wichtig, aber wir fahren jetzt erstmal los hier und werden dann gleich am Feldrand angekommen sein. Da fahren wir erstmal typisches Vorgewende. Und dann werden wir ja, die Fahrgassen erstmal soweit einstellen. Man kann das auch ohne ProSeed machen. Ich finde das aber ganz hilfreich, weil er so ein paar Markierungen hinterlegt. Ich bin da kein Profi drin. Ne? Wenn ihr Profi bei Arbeit sehen wollt, schaut gerne bei lieben Yogi vorbei auf YouTube. Der hat nämlich ein schönes Tutorial dazu gemacht. Ich glaube, Fahrgassen für Anfänger hätte ich mir vielleicht auch mal angucken sollen. Aber da hat mir ein bisschen die Zeit gefehlt. Ich mache dann immer so ein bisschen, wie ich das möchte. Ihr hattet auch gefragt, warum ich VCA nutze, obwohl ich hier GPS ausgerüstet habe. Genau deswegen, nämlich immer, wenn ich ProSeed nutze, meistens für die Aussaat, nehme ich dann auch das GPS, was hier mit inkludiert ist. Ne? Das auch vielleicht da nochmal zur Info. Ansonsten schauen wir einfach gleich mal, dass wir das einigermaßen vernünftig hinbekommen. Es ist natürlich ein Feld, was jetzt nicht viereckig ist, quadratisch, wie auch immer. Das heißt, das macht das nicht unbedingt einfacher. Aber ich denke, wir bekommen das auch auf kurz oder lang ein wenig hin. So, da sind wir erstmal angekommen. Das heißt, wir haben jetzt erstmal ein paar Vorbereitungen zu treffen, bevor wir den ganzen Spaß hier ready machen. So, wir gehen erstmal auf Semi. Und dann nehmen wir den Abstand unserer Spritze. Wir haben eine 24 Meter Spritze. Das heißt, hier müssen wir natürlich 24 Meter einstellen. 6 Meter Arbeitsbreite hat die Drille. Und unter Fußdüngung können wir ausschalten. Haben wir nicht. So, Signalton kommt, sobald das Gerät hier angekoppelt ist. Das heißt, wir haben eine Fahrspur, zwei Fahrspuren, drei und vier. Ja. Jeweils in den jeweiligen Fahrspuren seht ihr, in den ersten beiden Spuren habe ich keine Fahrgasse. Dann die rote Markierung zeigt die Fahrgasse. Und dann geht er wieder weiter. Ich stelle das mal jetzt auf diese Richtung. Erkläre ich euch gleich warum. Weil er automatisch, sobald man die Drille einmal aushebt und wieder senkt, dementsprechend eine Spur weitergeht. Ne? Das nochmal dazu. So, wir klappen mal kurz hier hinten die Drille auf. Die ist aus dem Horsch Pack, glaube ich, heißt es. Horsch Aggravation Pack, glaube ich. Ne? Genau. Ist auf jeden Fall ein sehr schickes DLC. Ich habe mich jetzt ohne Unterfußdüngung entschieden, also ohne gleichzeitiges Düngen und gleichzeitiges Aussehen. Das heißt, die kann einfach nur aussehen. Ich habe Weizensaatgut drin und mit dem werden wir uns jetzt gleich hier auf den Weg machen. Ich gucke mal gerade, wie wir das hier am besten anfahren. Mit den Wegen. Man könnte das, glaube ich, hier auch natürlich mit GPS machen. Da ist es ein bisschen genauer. Aber ich würde das einfach hier, glaube ich, manuell machen. Da komme ich mal am besten mit klar. Gerade wenn die Felder so ein bisschen unpässlich sind. Man kann auch eine Teilseitenabschaltung machen, aber das ist schon wieder zu Gutes. Das ist schon wieder zu viel des Guten. Deswegen werde ich das heute nochmal ohne GPS machen. Bei den nächsten Feldern werden wir es dann wieder mit ein bisschen GPS nutzen. Da geht das dann schon besser. So, wir schalten die Drille mal ein. Und sobald wir jetzt die Drille einmal gesenkt haben, wir brauchen ja eine Einfahrt. Ich guck mal gerade, wie es passt von der Breite her.
Das sollte passen. Überlappen wir großzügig. Das heißt, wir senken jetzt. Und jetzt müssen wir oben rechts darauf achten. Das Ganze wird natürlich jetzt gleich ausgelöst. Das heißt, er springt jetzt in die erste Spur. Das heißt, wir fahren erstmal ein Vorgewende. Und er sieht dementsprechend jetzt hier aus. Ist eine Direktsaat. Ne? Das heißt, wir hätten eigentlich gar nicht hier vorher, wie sagt man, mit der Scheibenegge unterwegs sein müssen, sondern hätten das auch ohne weiteres gemacht. Man sieht jetzt hier ganz leicht nur, dass sich was verändert. Wir gucken mal auf die Map. Dann seht ihr es noch ein bisschen besser. Hier seht ihr jetzt Gerste. Wenn wir jetzt natürlich eine Unterfußdüngung mit dabei hätten, dann wäre es so, würden wir das ein bisschen deutlicher sehen. Ne? Ich fahre schon mal hier so mit ein bisschen Abstand, damit wir das Vorgewinde einmal hinbekommen. So mache ich das immer. Und dann hebe ich dann wieder aus und fahre dann die anderen Dinge hier fast manuell rein. Man kann natürlich das Ganze auch ein wenig anders machen. Aber ich finde das immer ganz gut. Ich komme damit ganz gut klar. Und deswegen passt das für mich in der Regel so am besten, dass ich das mache. Ich weiß, in der Realität macht man es anders. Aber das ist mir in diesem Falle erstmal relativ Wumpe. Denn man muss ja ein bisschen selber damit klarkommen. Man kann das nutzen, man muss es nicht nutzen. Muss natürlich jeder immer für sich selbst entscheiden, ob er Proceed nutzt oder nicht. Ich finde das halt ganz cool, da hat man so ein paar Fahrgassen drin. Das heißt, dafür die Spritze und kann diese dann nutzen, ohne irgendwie die andere, ja, die Fruchtart quasi zu zerstören. Ne? Dafür ist es da, damit man mit der Spritze in die Gassen kommt und dafür nutzt man das Ganze. So, da sind wir jetzt gleich einmal rum. Geht halt relativ zügig, wir haben eine Arbeitsgeschwindigkeit von 18 km/h, das ist relativ okay. Da kann man schon ordentlich mitarbeiten. So. Fahren wir hier einmal gleich rum. Und dann sind wir hier auch wieder, wo wir quasi begonnen haben. So, jetzt hebe ich die einmal aus. Die Drille. Dann senke ich sie direkt wieder ab. Und dann geht er in die zweite Fahrspur rein. Da können wir auch nochmal großzügig überlappen, wenn wir das möchten. Ich mache das immer recht großzügig, weil hier haben wir zum Beispiel rechts eine Straße. Das ist nicht allzu tragisch. Dann fahren wir hier nochmal komplett den ganzen Weg einmal in die andere Richtung. Man kann natürlich auch einen Spurreißer nehmen, ne? Das kann man natürlich auch machen. Hat man da auch, wenn man jetzt zum Beispiel kein GPS ausgerüstet hat, kann man das damit auch machen. Funktioniert genauso gut wie ein GPS. Ne? Aber ich fahr das immer relativ frei, weil ich kann mich hier immer nach den jeweiligen Seiten so ein bisschen ausrichten. Ich weiß genau, wenn ich ungefähr so und so einen Abstand habe, dass das mit der Länge und mit der Breite dann auch passt. Meistens immer so eine halbe Reifenlänge noch dazwischen. Muss man natürlich wissen, wenn man mit den Geräten schon mal gearbeitet hat, aber nichtsdestotrotz läuft das für mich schon mal so ganz gut. Fahren wir mal ein Stückchen weiter rüber. Hier sieht man auch den leichten Unterschied. Das ist kaum zu erkennen, aber es ist ein Unterschied da. Und so kann man dann auch wirklich optimal die Spritze dann später quasi hier mit einbinden, ne? In das Feld. So, jetzt fahren wir einmal hier ein bisschen enger. Und dann werde ich gleich nochmal neu einsetzen, denn wir brauchen ja auch eine Zufahrt, ne, für unsere jeweilige Fahrgasse. Das heißt, wir heben jetzt hier nochmal aus. Wir sind jetzt in Spur 2 von 4. Und dann legen wir uns einmal eine Zufahrt. Quasi hier direkt rein. Ne? Das heißt, ich fahre jetzt hier rein. Ich mache das mal in die Außenansicht. Dann senke ich die jetzt mal hier und dann macht er direkt hier so eine kleine Fahrspur rein. Das könnt ihr jetzt hier erkennen. Ne? Da macht er so eine kleine Fahrspur rein und da kann ich mich jetzt so ein bisschen orientieren. Da seht ihr das. Ich überlappe das immer noch ein bisschen, weil wir hier rechts halt ein bisschen Platz noch haben. Genauer geht es natürlich mit GPS, aber ich weiß halt, dass ich solch ein Feld hier recht schwierig einfahren kann. Ne? Mit so einer, ja,
mit so einem geraden Kurs. Es gibt natürlich auch ein Fondsgewinnemanagement, da kann man sich das Ganze auch nochmal ein bisschen entspannter angucken, beziehungsweise entspannter machen. Hier haben wir noch ein paar kleine Felder, die werde ich dann später nochmal quasi nachfahren ein wenig. Hier vorne auch, aber es ist jetzt nicht so tragisch. Und so kommen wir hier grundsätzlich schon mal nicht an die Bäume dran. Und das ist halt wichtig, ne? Dass so eine Spritze, wir haben ja so eine Feldspritze, dass die halt nicht nirgendwo hängen bleibt. Und das ist das Ausschlaggebende, wenn ihr das einrichtet. Ne? Viele nützen es auch gar nicht. Viele machen es. Aber ich finde das immer so ganz gut. Hier überlappt sich das natürlich gleich wieder. Aber dann haben wir gleich direkt wieder einen Wendepunkt hier. Da können wir nämlich hier direkt das Wendemanöver fahren. Da fahre ich jetzt hier mal ein bisschen großzügig. Zack. Und habe dann direkt auch wieder eine Ausfahrt, die ich hier nutzen kann. Ne? Zum Beispiel. So. Dann heben wir mal wieder aus. Das heißt, die nächste Bahn müsste dann wieder manuell gehen. Bedeutet, mit der Breite hier sollte das, glaube ich, auf jeden Fall passen. Da können wir nämlich hier wieder senken. Und dann fahren wir hier nochmal die anderen Schritte. Also die andere Bahn. Ich überlappe da immer ein bisschen. Das passt in der Regel. Klar überlappt sich das dann irgendwann, aber so ist halt gewährleistet, dass ihr halt auch immer alles trefft. Mit GPS, wie gesagt, mache ich normalerweise immer so einen Abstand von 0,01 Unterschied oder 0,02. Da überlappt sich das dann. Das heißt, 5,98 Meter zum Beispiel würde ich einstellen. Und dann läuft das Ganze dann auch ohne jeweilige Probleme. Ne? Man würde das natürlich in Gassen fahren. Das heißt, man fährt rauf, man fährt wieder runter. Aber so hat sich das für mich immer relativ gut bewährt. Und ich fand das immer relativ gut. Und für mich hat sich das als praktikabel erwiesen. Ne, das muss halt jeder immer für sich selbst entscheiden, wie er es halt macht. So, jetzt fahren wir hier nochmal durch. Und können dann auch gleich wieder komplett woanders ansetzen. Denn hier haben wir zum Beispiel nichts, worauf wir noch achten müssen. Hier überlappen die beiden sich sowieso. Das heißt, da ist es nicht so tragisch. Dann heben wir nochmal aus hier. Und können hier vorne direkt jetzt ansetzen, sodass wir da wieder in die erste Bahn gehen. Und dann irgendwann haben wir in der Mitte dann auch nochmal eine Fahrgasse. Und die müssen wir dann verbinden mit der anderen. Dann fahren wir die in der Regel einfach nochmal ab, sodass das ein durchgehender Weg ist. Und so kann man sich dann am besten orientieren. Ne? Jetzt haben wir hier noch so einen kleinen Knick drin. Den fahren wir nochmal eben kurz zu. Man kann das Ganze jetzt natürlich hier auch ohne weiteres einfach gerade abfahren. Das ist natürlich auch möglich. Das heißt, am Ende der Bahn hebt es ganz normal wieder aus. Und setzt dann einfach in der nächsten Bahn wieder an. Und das wäre zum Beispiel ganz gut mit GPS zu fahren. Wie gesagt, kann man, muss man nicht. Ne? Aber so mache ich das zum Beispiel wieder. Ne? Jetzt fahre ich die Bahn wieder zurück. Dann setze ich mir hier gleich eine Fahrgasse in die nächste Bahn. Und dann später verbinden wir den ganzen Kram nochmal. So, dass wir da auch überall natürlich hinbekommen. Wir sind jetzt in Bahn Nummer 4 jetzt gleich wieder. Ne? Also in Bahn Nummer 3 von 4. Und da gucken wir jetzt halt, dass wir da jetzt hier quasi dann wieder eine Fahrgasse reinfahren. Wir senken mal. Ihr seht, Fahrgasse kommt. Und dann kommen wir da auf jeden Fall auch gut auf die andere Seite rüber. Ne? Mache ich manchmal mit Proceed, manchmal mache ich es auch gar nicht. Kommt immer so ein bisschen drauf an. Ich hatte auch euch auch gefragt, wie das aussieht, wie ihr das immer so macht. Und der eine sagte, jo, manchmal mache ich mit Egge, also mit Scheibenegge oder mit Grubber. Manchmal aber halt auch nicht. Das kommt dann immer so ein bisschen darauf an, wie ich da gerade Lust drauf habe. Und genauso ist es bei mir mit Proceed. Ne? Das ist halt genauso. Manchmal mache ich es, manchmal mache ich es nicht. Aber es ist ja das Gute an dem Game. Man muss es nicht machen. Man kann sich auch Fahrgassen so reinfahren. Man braucht diese Mod nicht. Aber ab und an nutze ich die mal. Um ja, euch das mal entweder zu zeigen
oder eben halt auch einfach selber mal ein bisschen Spaß dran zu haben. Schwupp. So, jetzt haben wir hier noch eine Bahn. Die fahren wir nochmal hoch. Und dann fahren wir die andere Bahn gleich wieder runter. Und dann würde man halt quasi die ganzen Bahnen noch einmal abfahren bis zur Zufahrt wieder des Feldes. Jetzt heißt, wir sind jetzt wieder in der zweiten Reihe. Das kleine Stück hier noch fahren. Und dann mache ich es dann immer so, dass ich dann noch einmal komplett neu ansetze. Da, wo ich normalerweise reinfahre, folge dann den Gassen und fahre dann auch hinten wieder raus. Damit wir die Fahrgassen dann auch fertig haben. Das heißt, wir gehen jetzt gleich wieder in die Bahn 3 von 4. Und da setze ich dann einfach nochmal an. Ne? So. Das heißt, hier wäre die Zufahrt. Wir senken. Ihr seht wieder die rote Markierung. Jetzt fahre ich die Linie noch einmal nochmal ab, weil da habe ich ja schon eine Orientierung. Und das ist auch der Zweck dafür, dass man Fahrgassen fährt. Nämlich mit der Spritze kann man genau hier in der Spur dann reinfahren und kann dann den Weg einfach sich ebnen, ne, und kann das so ein bisschen dann abfahren, ohne dass man in der Frucht unterwegs ist. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Man kann sich die Kurse auch speichern. Wenn man das dann mit GPS gemacht hat, sodass man das bei jedem Male immer wieder gleich hat. Ne? Da braucht man das gar nicht mehr machen. Und genauso verhält sich das, glaube ich, auch mit dem Vorgewinnermanagement. Da kann man das nämlich auch machen. Und jetzt will ich hier zum Beispiel einfach mal die Mitte rüberfahren. Zack. Dann habe ich die Spur nämlich auch schon mal wieder drin. Und so ist das Ganze dann gleich einheitlich. Ich fahre jetzt die Spur gleich nochmal rum und da fahre ich dann nochmal die Außenbahn. Zack. Die fahre ich jetzt einfach straight hier rüber. Und dann fahre ich noch einmal komplett rein und dann auch wieder raus. Damit wir das dann auch vernünftig haben. Ne? Kurven kann man noch ein bisschen entschärfen. Das kann man im Nachgang noch ein bisschen bearbeiten. Und so haben wir hier halt auch richtig schöne Übergänge. Das klappt nicht immer 100%. Aber in diesem Fall fahren wir jetzt noch einmal den großen Bogen. Ja, und dann haben wir damit soweit erstmal alles fertig. Ne? So, ich drehe jetzt noch meine Runden, Leute. Ich würde sagen, das soll es erstmal gewesen sein. Ich fahre jetzt noch mal bis zum Ausgang, einmal die äußere Bahn. Schreibt mir mal eure Meinung dazu rein, wie ihr das findet, wie ihr das macht. Wenn ihr ein paar Tipps und Tricks habt, immer gerne her damit. Ich bedanke mich, wünsche euch allen noch einen schönen Tag und sage einfach mal, ja, bis dahin. Tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.